erstes Parlament im Ruhezustand. Ich habe gerade eine Ansprache gehalten. Jetzt kommt die Polizei, der Herr Himmelmann. Jetzt bin ich gespannt, was kommen wird. Ja. So, jetzt wird es interessant. Grüß Gott. Die stecken sich alle an. So, jetzt kommt die Presse. Ich habe hier sozusagen, wurde rausgeworfen. Man hat von mir verlangt, ich möchte den Saal verlassen, nachdem ich zwei Ordnungsrufe erhalten habe. Ich habe in meiner Ansprache darauf abgehoben, wie, hier sind sie, die Polizisten, ich nehme sie auf. Es wird hochinteressant werden. Das zeigt, wo wir gelandet sind im Parlamentarismus. Eben. Ich habe prinzipiell recht. Das ist der Punkt. Eben. Ich habe prinzipiell recht und deswegen mache ich das. Weil ich prinzipiell recht habe. Weil es um Prinzipien geht. Hier und jetzt geht es um Prinzipien. Es geht um Prinzipien des Parlamentarismus. Welche Beleidigung? Mit dem Reichsschriftungskammer ist nicht wieder. Nein, noch mehr. Also die ganzen Abgeordneten auch beleidigt deswegen. Also, das war schon ein bisschen herrlich. Ja, da müssen Sie durch. Nein, deine Rede und deine Einstellung war ja gar nicht schlecht. Es war ja alles in Ordnung. Aber die Beleidigungen waren einfach nicht gut. Also die vielen da jetzt sind total überzeugt. Die Beleidigungen kannst du so jetzt. Das geht nicht. Okay. Grüß Gott, Herr Ellmann. Schön, Sie zu sehen. Freund und Helfer, ich nehme das ja alles mit auf hier. Ist mir schon klar. Meine Bodycam sozusagen. Ich habe sie ja mitbeschlossen. Trotz allem. Ja. Würdet Sie bitte mitführen? Was ist, wenn ich es nicht tue? Sie können mich ja gerne in Handschellen ab. Hier bitte, ich biete meine Hände an. Ich bitte Sie, das zu tun. Ich bestehe als Bürger darauf, dass ich ordnungsgemäß hier abgeführt werde. Also Handschellen gibt es nur, wenn einer randaliert. Ja, randalieren, das habe ich nicht vor, das gehört nicht zu meinem Repertoire. Die Kollege wird Sie rechts und links. Das gehört nicht zu meinem Repertoire dazu. Die Kollege wird Sie rechts und links begleiten. Dann haben Sie das rausbegleitet. Und was ist, wenn ich jetzt nicht gehe? Dann müsste man es mit Gewalt rausbringen. Und das wird ja eigentlich nicht, wenn wir uns eigentlich gut versteht, nur zwei. Ja, es geht hier um prinzipielle Fragen. Was erlaubt sich der Parlamentarismus hier? Mhm. Wie weit geht er? Wie weit geht zum Beispiel ein Herr Fries? Oder hier die Parlamentspräsidentin ist gar nicht da. Was erlaubt sie sich in einem vorgeblich freiheitlich-demokratischen Staat im Umgang mit den Parlamentariern? Das ist jetzt das dritte Mal. Ich weiß. Dass, ich bitte Sie freundlich, aber nachdrücklich. Ja. Das, was, die Freundlichkeit in der Boshaftigkeit, die Boshaftigkeit in der Freundlichkeit zu verpacken, das war schon immer ein Instrument von totalitären Systemen. Man kommt ganz nett daher und tritt die Freiheit der Parlamentarier und tritt die Freiheit des Parlamentarismus mit Füßen. Das war schon immer die Struktur. Und wenn es nicht klappt, dann holt man halt die Polizei. Also dann holt man die Staatsmacht und holt den Knüppel raus. Und am Ende steht natürlich dann Haft, Lager, Gulag, alles Mögliche. Geht es nicht anders, dass die jetzt gerufene Polizei dann eben das tut, was sie tun muss? Ja, das wird interessant. Wir versuchen natürlich wirklich, das ohne Gewalt zu machen. Ja. Und bitten Sie nochmals höflich, weil es ist auch nicht in unserem Sinne von unserer Tätigkeit, dass wir jetzt Gewalt anwenden, weil das geht doch auch friedlich. Wir sind eigentlich immer dazu da, erstmal friedlich die Sachen zu machen. Ja, Sie sind ja die Diener der Exekutive. Die Bitte, genau. Ja. Dass Sie mitkommen. Da können wir uns draußen auch nochmal unterhalten. Und Sie können Ihr Statement abgeben. Das haben Sie ja jetzt auch, ihr und jeder bekommt es mit. Aber wir sind wirklich nicht für Gewalt heute hier und heute und auch allgemein nicht. Und wollen es nochmal mit Nachdruck sagen, dass Sie auch so mitkommen. Ja. Ich werde mir das noch wohlwollend überlegen. Ich gönne mir noch mindestens eine Minute, um darüber nachzusinnen, ob ich das denn auch wirklich will.
Sie dürfen da immer nur darüber nachsinnen. Die Zeit gebe ich Ihnen. Ja, ja. Und der Rest können Sie ja nachher über Verfassungsgerichtshof oder so klären. Wissen Sie, der Verfassungsgerichtshof ist mittlerweile nach meinem Empfinden auch ein politisches Gericht geworden und ist letztlich eine Tarnstruktur, die als Judikative läuft, aber letztlich nur das scheinjuristisch mitträgt, was hier beschlossen wird. Die Prinzipien der Freiheit, die wir im Grundgesetz auch niedergelegt haben, sind schon längst in vielen Punkten ausgehebelt. Ich weiß, aber Herr Fichtner, trotzdem bitte. Ich denke, es ändert ja auch nichts, wenn man das jetzt irgendwie mit Gewalt löst. Das ist ja auch falsche Gewalt. Wir sind hier nicht ja nicht um Gewalt auszuüben. Wir wollen eigentlich nur unsere Arbeit machen und wir bitten Sie nochmal, Sie hatten jetzt auch Ihre Minute oder von mir Samstag. Nein, mir geht es natürlich auch zu zeigen, genau wie Sie dann Gewalt am Parlamentarismus, wie die. Ja, das ist für den Sitz so, als ob nur die Böse wäre. Nein, Sie sind die Helfer des Bösen. Ja. Sie sind die Helfer des Bösen. Das ist richtig, aber das haben exekutive Personen in allen Regierungssystemen, sagen das immer, sie machen nur ihren Job. Richtig, trotzdem, Herr Fichtner, ich würde sagen, wir gehen jetzt. Auch okay. Ohne sowas jetzt. Können Sie mir einfach denken. Sie können mir ja aus dem Sitz helfen. Ich helfe Ihnen aus dem Sitz, aber dann gehen Sie freiwillig mit. Ja, dann machen dann Sie das. Sie Ihre Bilder. Also, gehen wir. So, jetzt sind wir aus dem Parlamentssaal draußen. Vielleicht holt mir jemand mal meine Tasche raus und meine Unterlagen. Gell, Frau Kurz, Sie sind ja gehört zu denen, die den Parlamentarismus am heftigsten mit Füßen tritt. Ja. Ich danke dir. Bitte. Danke. Sind Sie nicht mit solchen Aktionen selbst jemand, der dem Parlamentarismus auffällt? Und wichtige Zeit vielleicht nutzt für sich selbst? Parlamentarismus ist nicht auf Zeiteffizienz angelegt, sondern auf inhaltliche Genauigkeit und Rechtsstaatlichkeit und Erhalt der Freiheit. Und vor diesen Prinzipien müssen Effizienzkriterien und Ähnliches weichen. Es muss dann eben auch möglich sein, dass man sich stundenlang über Dinge unterhält, aber man muss sich eben unterhalten. Man hat jetzt in diesem Land viele Verordnungen getroffen, einfach so. Man hat aber das jetzt etwas Inhaltliches, was Sie dazu beigetragen haben? Natürlich, das war in hohem Maße inhaltlich, weil es um die Durchführung parlamentarischer Sitzungen geht. Die parlamentarischen Sitzungen unterliegen ja auch gewissen Geschäftsordnungsregularien, die bewusst so gewählt wurden, dass die Freiheit des Parlaments und die Freiheit der Rede auch größtmöglich gewährleistet ist. Man kann zum Beispiel laut Geschäftsordnung Anträge zur Geschäftsordnung stellen, und die Begründungszeit hat nicht umsonst 5 Minuten. Man kann persönliche Erklärungen abgeben. Diese wurde verkürzt von 5 auf 3 Minuten bei der letzten Revision der Geschäftsordnung. Halte ich auch schon für einen Eingriff. Und an dieser Schraube wollte man wieder drehen, wie beim letzten Mal auch. Alles und ich hab schon drauf. Ja. Ja, gut. Also es geht hier nicht. Es geht hier um grundlegende Prinzipien des Parlamentarismus, die im Begriff sind, ausgehebelt zu werden. Und dafür muss man sich doch gefälligst einsetzen. Ich wollte nur noch was sagen.